damit nichts Schlimmeres passiert. Der Fall Kira Grünberg, ja, auch heute Morgen bei uns im Hauptprogramm ausführlich thematisiert worden. Die junge Österreicherin, die hat mit dem Halswirbel bei diesem Trainingsunfall auf den Einstichkasten, auf den Rand des Einstichkastens gefallen ist. Seitdem ist der Querschnitt gelähmt. Also das Risiko oder die Angst beim Stabhochspringen ist immer mit dabei und dessen sind sie sich aber auch alle bewusst. Michael Ballner, 5,65. Also zwei Versuche in dieser Konkurrenz bisher absolviert, beide Höhen im ersten geschafft. Also für den tschechischen Rekordhalter, eigentlich müsste es Jan Kulitsch ja sein. 5,83 ist er gesprungen. Es war national als Landesrekord anerkannt worden, aber noch nicht durch die IAF. Da hat Kulitsch ja immer noch die 5,75 als Saisonbestleistung stehen, wie er in Prag gesprungen ist. Und Ballner ist auch schon 32 Jahre alt. Und hier haben wir den stärksten Polen in dieser Konkurrenz. Kurze Bild gehabt, Paweł Wojciechowski. Ich hoffe, das ist so korrekt ausgesprochen. Ich habe heute schon die diversesten Betonungen gehört. 5,84 in Lausanne. Beim Diamond League Meeting, da hat er eben Lavillenie und Holzdeppe schlagen können. Also das ist ein kleiner psychologischer Vorteil, aber 5,84 ist für Lavillenie, wenn denn hier alles den normalen Gang sein sollte, keine Höhe. Ich gehe mal davon aus, dass man hier heute 5,90 Meter plus springen muss, um Weltmeister zu werden. Und Wojciechowski eingestiegen bei 5,65 und drüber im ersten Versuch. Hatte mal eine Verletzung an der rechten Hand gehabt und hat jetzt da in der Folge ein Überbein. Und das ragt einen Zentimeter raus und das macht dieses Springen für ihn unglaublich schwierig, weil es genau an der Stelle liegt, wo der Stab sich in der Hand drehen muss beim Aufrollen. Und insofern ist seine Leistung hier umso erwähnenswerter. Robert Renner, der Slowene, hat sich enorm verbessert in dieser Saison. Letztes Jahr 5,40 Meter und jetzt ist es schon aufgrund der 5,70 Meter in der Qualifikation 30 cm höher gesprungen. U23 Europameister dieses Jahres. Also ein Fehlversuch für ihn. Und der nächste Springer, Ivan Horvath. Kroatischer Landesrekordhalter seit der Qualifikation hier in Peking. 5,70 Meter. Hier haben wir ihn, den 22-Jährigen. Also Renner vorhin, der Slowene, der U23-Europameister. Und er war auch im Finale dort. Aber am Ende blieb er ohne Medaille Fünfter. Und er hat in seinem Land keine Konkurrenz. Fünfmal in Serie kroatischer Hallenmeister. Auch im Freien. Ja,
Also knapp gerissen. Aber man wird dann schon gleich sehen, je nachdem, ob Sean Barber sich diese Höhe dann auch nochmal zutraut, ob er sie auslässt. Jetzt kommt man so in die Bereiche, wo sich dann hier die Spreu vom Weizen trennt. Piotr Lisek, hier nochmal dieses angesprochene Tattoo, und das ist derjenige, der den ganzen Teil mir ganz entspannt entgegensieht, Renaud Lavillenie. Hat ja mit 15 angefangen mit dem Stabhochspringen bei diesem Leichtathletik-Guru in der Nähe von Paris, Georges Martin, ist mit 20 erst 5 Meter gesprungen, dann ging es irgendwann rasend schnell bergauf. Mit 21,565, mit 22,596 und so weiter und so fort. Und dann am Ende des Jahres 2009 der erste 6-Meter-Sprung und das mit 22 Jahren. Also Piotr Lisek jetzt auch drüber. Und wir nutzen mal die Zeit, um auf ein weiteres Tableau zu schauen, bevor dann Tobias Scherbert irgendwann an die Reihe kommt mit seinem Versuch über 5,65. Und blicken auf ein paar Daten zum Stabhochsprung der Männer. Renaud Lavillenie, der einzige 6-Meter-Springer in dieser Saison. Mit seinen 6,05 Meter in Eugene in den USA aufgestellt. Sergej Bubka, 6 WM-Titel im Stabhochsprung gewonnen. Das ist einmalig. Und ich glaube, es gibt auch keinen anderen Athleten in der Leichtathletik, dem es jemals gelungen ist, so viele WM-Titel in einer Disziplin zu gewinnen. Raphael Holzdeppe in dieser Saison mit persönlicher Bestleistung bei der Deutschen Meisterschaft in Nürnberg. 5,94 Meter. Und er hat gesagt, ich bin in WM-Form. Die Trainingsleistungen, die Zubringerwerte sind optimal. Und es ist eine super Saison für mich. Keine Verletzungen, keine Probleme, auch mentaler Art. Nach den Weltmeisterschaften 2013, wo er ja in der Saison darauf so viele Probleme hatte, wo nichts mehr ging und die Saison dann irgendwann noch abgebrochen hat, ist wieder gewechselt, zurück nach Zweibrücken zu seinem alten Trainer, zu André Tiwoncik. Und jetzt läuft es wieder so, wie er sich das vorstellt. Seine Freundin Sustain Moguinara, die kommt, oder besser ist jetzt schon da, die Weitspringerin. Aber zu Hause in Zweibrücken, da drücken sie ihm alle die Daumen. Und hier haben wir den Franzosen Kevin Benaldo, der im Schatten des Überfliegers, des Meisters im Stabhochsprung, Renaud Lavillenie, versucht zu wachsen. Die französische Nummer 2, 5,81 in dieser Saison schon überquert. Und das sah locker aus, diese 5,65. Und nach der überstandenen Qualifikation, was baut er da für eine Chance über die 5,65? Sagt er, jetzt gibt es für mich kein Limit mehr. Alle Probleme, die ich vor der WM hatte, habe ich durch die Qualifikation, die so gut für mich lief, jetzt überwunden. Jetzt bin ich im Modus, im Angriffsmodus. Auch er, Sam Kendricks, voll mit dem kleinen Fauxpas über die 5,50 Meter, die ersten, zweiten Versuch, jetzt 5,65. Also am 22-Jährigen, da stimmen die Abläufe noch nicht so richtig. Hat 4 Diamond League Meetings mitgemacht. Eugene, Paris, Lausanne und Monaco. Und kein Wettkampf schlechter als Platz 5.
also auch einer, der sich was ausrechnet. Aber was ist mit Tobias Scherbert? 5,73 letztes Jahr, in diesem Jahr in Peking, in Nürnberg und in Madrid. 5,70 Meter, das ist seine Saisonbestleistungen. Und wie viele Jahre springt der schon diese Höhe? Sein Ziel 5,80 Meter und er hätte bestimmt schon lange, lange geschafft, wenn nicht diese zahlreichen Verletzungen immer wieder dazwischen gekommen wären. Fußbruch rechts, Fußbruch links. 2012 wollte er schon aufhören. Dann ist er 5,61 gesprungen, wieder zurückgekommen, hat sein Training komplett umgestellt. Ist in die USA gegangen zu Dan Pfaff. Auch so ein Trainer-Guru, Trainer, Physiotherapeut. Hat dann im Zusammenspiel mit seinem Heimtrainer in Leverkusen, mit Lesche Klima, ein Paket geschnürt, das es ihm ermöglicht, konstant zu springen, um die 75 und vor allem einigermaßen ohne Verletzungssorgen durch die Saison zu kommen. Problem bei ihm, sagt er, ist immer noch in seinem Anlauf, wenn er in den Rhythmus kommt. Wenn es die Geschwindigkeit erhöht hinten, zum Beispiel Kasten, dass halt eben sein Fuß merkt beim Anlaufen. Sie haben ja sein komplettes Sprungbild auseinandergenommen, den Anlauf, die Aufrollphase, alles was dazu gehört, nochmal dran gearbeitet. Und diese 16 Schritte, auf die man sich geeinigt hat, wird vielleicht im nächsten Jahr noch mal ein bisschen anders sein, dann, wenn es eben mit Blick Richtung Rio geht. Dafür muss er sich natürlich auch erstmal qualifizieren. Wird man vielleicht dann wieder auf 18 Schritte zurückgehen, wie er es schon im letzten Jahr versucht hat. Aber diese 16-Schritt-Anlauf sind halt eben seine Komfortzone. Und es gibt ja auch genug Beispiele dafür, dass man auch mit 16 Schritt sehr schnell beziehungsweise auch sehr hoch springen kann. Brad Walker, der ist schon mal 6,04 Meter gesprungen. Und Tobias Scherbert hätte sicherlich seinen Wettkampf heute gerne im Beisein von seiner Freundin, von Verena Seiler, absolviert, die 100 Meter Halbfinals, aber Verena Seiler hat die Vorläufe nicht überstanden, ganz anders ihr Freund. Der steht jetzt hier im Endkampf, der Stabhochspringer. Zumindest drei Versuche hat er und dann muss man mal schauen, wie es dann weitergeht. Also 5,65, musste ziemlich lange warten, Tobias Scherbert. Nochmal Konzentration aufbauen, Spannung aufbauen. Aber das sieht alles sehr souverän aus und sehr sicher. Freut sich da und Jörn Elverding, auch zufrieden, der Bundestrainer. Ja. Also sehr hoch drüber, aber mit den Ständern hier. Sollte er den vielleicht noch ein bisschen nach vorne schieben. Dann hat er die Höhe besser und kippt nicht direkt hinter der Latte runter. Denn den kannst du auch mit dem Oberkörper mal rankommen. Mit den Händen darf man sie nicht mehr drauflegen. Das durfte man früher, das hat man ja mal geändert. Gab so einen Spezialisten, Tim Lobinger, der machte das gerne. Und der argentinische Italiener oder italienische Argentinier, ganz wie man will, Chiara Viglio. Erster Versuch gerissen. 5,65. Und Sean Barber hebt sich seine Kraft nicht auf. 5,65 wird er als nächstes angehen. Er hat ja schon zwei Sprünge mehr. Sollte er denn da im ersten Versuch drüber kommen, gegenüber ja, dem klaren und haushohen Favoriten Renaud Lavillenie. Und Raphael Holzdeppe steigt erst bei 5,65 ein, also den werden wir gleich sehen. Er hat es ja auch enorm spannend gemacht in der Qualifikation. Der Weltmeister von 2013, der 25-Jährige, erst im dritten Versuch hat er die geforderte Qualifikationshöhe von 5,70 geschafft.
Und das ist halt immer so eine Sache, wenn man warten muss, weil man einfach so gut ist und sich so sicher fühlt, erst bei 5,80 Meter in diesen Wettkampf einzusteigen. Renaud Lavillenie, und das ist der Papa von ihm hier, von Sean Barber. George Barber hält alles fest, was sein Filius, so trans. 5,65 Meter, erster Versuch. Also sicher drüber. Und jetzt wird es gleich dann direkt Korrekturen geben. Kann funktionieren, muss aber auch nicht immer funktionieren. Das Verhältnis Vater-Sohn und dann noch in einem Training. Kommt dort vor, dass sich Söhne von ihren Vätern dann irgendwann auch nichts mehr sagen lassen. So, Raphael Holzdepper, auf geht's. Erster Versuch, 5,65 für den Weltmeister. Also muss ich sicher fühlen. 5,70 in der Qualifikation. Erst im dritten Versuch geschafft. Und das Gefühl für den Stabhochsprung ist wieder da, bei ihm. Jawohl, Drüpper, sehr gut. Also zumindest eine hört da schon mal stehen. Und richtig, direkt im ersten Versuch, kein Fehlversuch geleistet. Schauen wir mal, andere Perspektive. Ja, mit den Abständen von den Ständern, da muss er ein bisschen aufpassen, sonst touchiert er die Latte mit den Oberschenkeln. Aber egal. 5,65, der hat das schon mal. Und jetzt geht er rüber zu Andrei Tivonchik, seitdem er Ende 2014, mit dem er wieder dann zusammenarbeitet. Zuvor war er in München 2 Jahre. Bei Chauncey Casey ist unter ihm auch Weltmeister geworden. Aber das System München passte dann am Ende nicht mehr, sodass er dann wieder zurückgegangen ist, eben nach Zweibrücken. Da war ihm das familiäre Umfeld dann doch wichtiger. Und der Erfolg in dieser Saison gibt ihm hier auch recht. Jan Kulitschka, zweiter Fehlversuch über 5,65, den werden wir nachher nochmal sehen. Hat er im letzten Jahr in Zürich Bronze geholt bei den Europameisterschaften. Auch er darf nochmal ran. Der Brasilianer, der Oliveira. Also wenn alles passt, immer noch sehr schnell unterwegs, dürfte auch er über diese Höhe locker drüber kommen. Es war schon besser als vorhin bei seinem ersten Versuch, wo der Anlauf zwar schnell war, aber eben die Aufrollphase nicht so passte. Aber das war jetzt ein bisschen besser. Auch von der Höhe ist noch genug Platz drin. Also 5,70, 5,75 sollten für ihn heute möglich sein. Aber nochmal, um eine Medaille zu gewinnen, muss man hier mit Sicherheit an die 5,90 Meter springen. 5,89, die Siegerhöhe vor 2 Jahren. Und Robert Renner ist nicht mehr weit von seiner persönlichen Bestleistung entfernt. 5 Zentimeter sind es noch für den U23-Europameister. Also das wird eng.
für den 21-Jährigen, aber einen Versuch hat er noch überhaupt nicht die Höhe gehabt. Voll in die Latte reingesprungen. Und der nächste ist der Kroate Ivan Horvat, auch ein junger Mann. Genau wie Renner, beide kennen sich ja auch von den U23 Europameisterschaften. Er, einer der eher unbekannteren Leichtathleten in Kroatien. Vesna Perkovic, die Diskuswerferin, schon ganz ein anderes Kaliber, nicht nur von ihren Körpermaßen her. Und wir hören gerade aus dem Innenraum. Raphael Holzleppe wird dann für die nächsten Höhen auf 5,80 Meter den Stab wechseln. Das war aber auch klar. Er hat 7 Stäbe dabei. Und einen, den er noch nie gesprungen ist. Und den hat er sich aufgehoben für die 6 Meter. Und die möchte er heute gerne packen. Neue persönliche Bestleistung springen. Und die muss er auch, wenn er hier eine Goldchance haben will, gegen den Franzosen, gegen Air France, den Mann ohne Limits, Renaud Lavillenie. Ivan Horvat vorhin die 5,65 im zweiten Mal Sprung. Also auch der darf dann nochmal ran über die 5,80. Und das sind natürlich schon 15 cm. Also es geht dann bis 5,80 immer in 15 cm Sprüngen und dann geht es weiter über 5,90, über 6 Meter, 6 Meter und 5. Also irgendwann steigt man von 15, 10 und 5. Geht es dann weiter. Also auch für Sobera wird es eng. In dieser Saison 5,70 in der Qualifikation. Zum zweiten Mal, dass in dieser Saison dann eben diese Marke überquert. Jetzt ist er bei 5,65 und da muss dann schon mal alles passen, wenn er darüber springen will, zumal er dann eben die 5,80 warten. So, Sam Kenricks, also der ist noch nicht in diesem Wettkampf drin. Ein Fehlversuch über 5,50, ein Fehlversuch über 5,65. 22 Jahre alt. Und mit einer Bestleistung von 5,82 hier angetreten. Vorhin mal kurz grafisch als eingeblendet, 5,86, das stimmt nicht. In Monaco und in Le Mans ist er in dieser Saison diese Höhe gesprungen, 5,82. Aber auf die Grafiken hier haben wir keinen Einfluss. Die werden halt eben durch die internationale Regie bereitgestellt. So, zweiter Versuch, 5,65. Ja, ist da mal so eine Sache mit den Nerven. Scott, der Vater auf der Tribüne, klatscht der Beifall. Das war dann schon einer der besseren Sprünge. Aber auch er hätte hier fast hier bei der Überquerung der Latte hier mit dem Oberkörper die Latte noch touchiert. Und da kannst du noch so drüber sein. Hast du diesen kleinen Fehler drin, dann war es das. Chiara Viglio, auch er im zweiten Versuch drüber, der Argentinier. 5,75 seine persönliche Bestleistung, also 3 Versuche hat er noch, dann 5,80 und es wäre dann eben eine neue Bestmarke für ihn, für den 28-Jährigen. Schon 2006 5,71 gesprungen und dann hatte er Jahre der Leistungsstagnation. Jetzt ist er wieder zurück, besser denn je. Und es sind erst seine zweiten Weltmeisterschaften hier in Peking. Sonjan Kulitzka,
versucht sich jetzt mal zu konzentrieren. Vorhin hier die 100 Meter der Frauen, das Halbfinale. Und da stellt eine Niederländerin, Deutsche hätten wir gerne gesehen, sie leider nicht dabei, einen neuen Landesrekord auf, 10,83 Sekunden durch die 7 Kämpfe mit Daphne Strippers. So, jetzt Jan Kulitzka, dritter Versuch über die 5 Meter und 65, da war er drüber, sie blieb auch kurz oben liegen und dann fehlt sie doch. Also die WM, keine Feen, die den Kampf zwar erreicht nach der Bronzemedaille bei den Halbweltmeisterschaften im letzten Jahr und der Europameisterschaftsbronzemedaille von Zürich. Was ist das für ihn hier bei der WM in Peking? Und Robert Renner, der U23-Europameister, bei seinem ersten internationalen Großereignis bei den Senioren. Und sehen es oben auf der Leinwand, nochmal die Wiederholung des 100 Meter Halbfinales von vorhin mit dem Sieg von Daphne Strippers mit ihren 10,83 Sekunden. Und auch die Jungs hier sind super schnell, vor allen Dingen auf den letzten Metern. Zum Einstichkasten hin. Und hier haben wir Tobias Scherbatz. Kurz im Bild, der hat die Höhe schon überquert. Die 5,65 im ersten Versuch. Er sagt im Vorgespräch, er freue sich richtig auf diesen Wettkampf. Er will neue persönliche Bestleistung springen. Also auch Robert Renner raus aus dem Wettbewerb. 5,50 Meter für ihn. Und wie das ist im Stabhochsprung, dieser Wettkampf kann sich über Stunden hinziehen und das dauert und dauert und dauert und sie ist dann irgendwann selektiv, bis es dann mal an die richtigen Höhen geht und so ab 5,80 Meter, da kann schon so eine kleine Vorspannung auftreten und dann, wenn es um die 5,90 sein wird, dann geht es mal ans Eingemachte, aber bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit. Und für alle Fans dieser Sportart, wir bleiben für Sie dabei. Ein dritter Versuch von dem Polen Robert Sobera. ...5,70 seine Saisonbestleistung. Also es wird ganz eng auch hier darüber zu kommen und da versucht er alles Mögliche. Aber es reicht nichts. Also für ihn sind die Würfel hier gefallen. Robert Sobera, im Gegensatz zu demjenigen, der das Tattoo mit dem Spruch hinten auf dem Rücken stehen hat, Piotr Lisek, sein Teamkollege. Also Robert Sobera raus von der Vorleistung, ohnehin der Schwächste der drei Polen, die es hier in den Endkampf geschafft haben. So, wir haben wieder Zeit, bevor es hier eben an die 5,80 Meter geht, mal kurz auf ein anderes Tableau zu schauen. Gebe Ihnen noch mal ein paar Daten mit, bevor es hier dann ein bisschen spannender wird. Und so sieht's aus. Heute dritter Tag der Leichtathletik-WM. Zwei deutsche Medaillen gab es schon. Beides durch die Schwergewichte im Kugelstoßen. Gold durch Christina Schwanitz und durch David Stoll.
Silber. Aber wir sind hier bei den Herren der Lüfte. Stabhochsprung der Männer. Björn Otto hält den deutschen Rekord aufgestellt bei diesem Meeting in Aachen 2012. 6,90 Meter. Und danach ist er vom Verletzungspech gebeutelt. Achillessehnenriss. Und keiner weiß, ob er jemals wieder an seine alten Leistungen anknüpfen wird können. Beste Deutsche in dieser Saison. Raphael Holzdeppe 5,94 Meter. Aufgestellt in Nürnberg bei den deutschen Meisterschaften. Carlo Pech. Mit 5,80 Meter der Youngster mit seinen 21, glaube ich. Leider in der Qualifikation schon ausgeschieden. Bei 5,65 war Schluss für ihn, aber Tobias Scherberts macht hier einen richtig starken und ruhigen, konzentrierten Eindruck. 5,70 Meter in dieser Saison, dreimal schon gesprungen. Hier will er mehr. Sergej Bubka aus der Ukraine, so alt ist das schon, der Weltrekord, 1994, 6,14 Meter. Und nur einen gab es, der es zumindest in der Halle schon mal geschafft hat, ihn diesen Rekord wegzunehmen. Renaud Lavillenie 2014 in Donetsk, ein ganz schön erwähnt, 6,16 Meter. Und in dieser Saison 2015, um den ganzen Zahlen- und Datensalat mal zu vervollständigen, Renaud Lavillenie 6,05 Meter zum Auftakt in Eugene in den USA. Raphael Holzdeppe eben 5,94 Meter. Und der dritte der Weltjahresbesten ist Sean Barber aus Kanada. Dieser Aufsteiger, der im letzten Jahr 5,65 als Bestleistung stehen hatte. Jetzt ist er schon mal 5,93. Der ist Dritter. Also, das sind so diejenigen, die man hier so mit auf der Rechnung hat, was die Medaille betrifft. Und da wird vielleicht der ein oder andere noch ein Wörtchen mitreden wollen. Schauen wir mal, was da so hier und heute noch passiert. Also wieder zurück zur Anlage, wo die chinesischen Wettkampfrichter so ihre liebe Mühe haben, die Latte auf die angestrebten 5,80 Meter zu bringen. Wird alles vollautomatisch gemacht, gibt es einen kleinen Motor an der Seite, Latte auflegen und dann fährt die hoch. Früher mussten die Wettkampfrichter, wenn wir Renaud Lavillenie haben, Olympiasieger, mehrfacher Europameister, ich glaube dreimal in Serie, 2010, 2012, 2014, zuletzt in Zürich im Freien. Er hat alles gewonnen, Hallenweltmeister, Hallen-Europameister, Olympiasieger. Das Einzige, was ihm noch fehlt, ist dieser Titel. Dieser WM-Titel. Und er will ihn. Und vor zwei Jahren war er stinkesauer. Das Verhältnis ohnehin gegenüber Lavillenie von den einzelnen Springern, ich sag mal, von Respekt gekennzeichnet, aber von Freundschaft. Das ist so eine Sache. Der ist so verbissen. Das war schon als Jugendlicher. Wollte immer gewinnen. Und wenn das nicht so klappte, flogen dann mal die Sachen quer von rechts nach links oder von links nach rechts. Augusto de Oliveira mit seinem ersten Versuch über 5,80. Also von der Vorleistung her ist das sicherlich möglich für ihn. 5,81 beim Diamond League Meeting in London, aber das wird schon jetzt ganz eng. Und er hat das schon im Anlauf gemerkt, dass er da nicht hinkommt und deswegen aus Sicherheitsgründen mal abgebrochen. Und dieser Schwenk, ja, ich weiß nicht, was er da gesucht hat, der Regisseur, aber gefunden hat er nichts. Also besser durchlaufen, als eine Verletzung riskieren. Und der Tscheche Michael Balner. Noch kein Fehlversuch in dieser Konkurrenz für den 32-Jährigen. Und für den wird das jetzt auch ganz schön eng. 5,82 in dieser Saison. Also, da ist nicht mehr viel Platz nach oben. So schlecht von ihm. Schauen wir mal auf die Wiederholungen. Hier diese Aufrollphase und dann fällt die Latte doch. Ja, mit den Knien hat er sie berührt zuerst. Wie gesagt, dieses Nachgreifen mit den Händen und dann das Auflegen der Latte, nochmal dieses Antippen, damit die Latte oben
nächste Auflage drauf bleibt, das ist nicht mehr Lotz. Pavel Wojciechowski, der Weltmeister von 2011 in Diego mit 5,90 Meter, damals nur Renaud Lavillenie, was heißt nur, auf Platz 3 mit 5,85. Hat sich ja auch schon mal, wo wir ja vorhin schon das Thema Angst hatten, das Jochbein gebrochen im Gesicht, als ihm beim Versuch der Stab aus der Hand gerutscht ist und der ist ihm dann ins Gesicht geschlagen, das war 2010. Also auch das kann passieren, da musst du den Mut erstmal wieder aufbringen, auch zurückzukommen und zu sagen, okay, ist passiert, kann passieren und wird nicht mehr passieren. Vor allen Dingen, wenn es jetzt in Höhen geht, 5,80, 5,90, 6 Meter, ist dann auch so ein psychologischer Moment, der dann bei vielen Einzelnen, bei vielen Stabhochspringern, die dann sagen, okay, 5,80, 5,90, ja, 5,90, der wird schon so ein bisschen kritisch, da fängst du dann nachzudenken, um 6 Meter. Selbst wenn du klar über 5,90 oder 5,95 drüber gekommen bist, da sind nur 5 cm, wirklich nur 5 cm. Und die können am Ende entscheidend sein für gewisse Vorgänge, die dann im Kopf ablaufen und dann stimmt der Rhythmus nicht mehr, der Anlauf nicht mehr, dann passt alles nicht mehr zusammen. Und dann kannst du auch 6 Meter nicht springen. Aber hier, der erste Versuch von ihm über 5,80 hat gepasst. Also der erste, der über diese Hürde rübergekommen ist. Und 5,80 ist schon mal eine Vorgabe auch an die anderen. Denn die müssen jetzt erstmal da am ersten drüber kommen. Die Latte gewackelt hat sie, aber sie ist oben auf der Auflage geblieben. Also 4 cm unter seiner Saisonbestleistung aufgestellt in Lausanne. Und jetzt kommt er, der Meister der Lüfte, Renaud Lavillenie. Läuft von ganz hinten an, 20 Schritte und der schnellste am Einstiegskasten, das ist die Aufwärmphase für ihn. Boah, schauen Sie sich das an, was der da über 5,80 Meter hier für ein Haus baut, so nennt man das, Wahnsinnssprung. Das war mehr als 20 cm und da lege ich mir weg, das war schon ein 6 Meter Versuch. Der ist in einer super Form, Renaud Lavillenie. Und hat Raphael Holzdeppe, der auch hier die 5,80 dann in Angriff nehmen wird, hat er zugeschaut. Auch das kann ein Moment sein, wo du denkst, wenn du siehst, wie stark Renaud Lavillenie ist, in welcher Form ist, das weißt du natürlich aus den zahlreichen Vergleichen. Aber bei einer WM ist das immer was anderes. Und ganz anders auch diese Anlaufgestaltung des Kroaten Ivan Horvat im Vergleich zu Renaud Lavillenie, der sich natürlich jetzt mit seinen 5,80 Meter an die Spitze dieser Konkurrenz setzt mit dem Polen Pavel Wojciechowski. Auch der ist über 5,80 drüber. Aber 5,80 als Einstiegshöhe zu wählen, da musst du dir schon sehr sicher sein. Und Lavillenie stammt ja aus einer total verrückten, sportlich begabten Familie. Hat eine Stabhochsprunganlage im Garten. Seine Mutter leitet ein Pferdesportzentrum. Sein Vater Stabhochspringer, Bruder Valentin Stabhochspringer. Die kennen nichts anderes als in die Luft zu fliegen. Und der nächste, der aber 5,80 Meter gesprungen ist, Piotr Lisek. Also zwei Polen schon über die 5,80 Meter. Und auch er kommt ran an seine persönliche Bestleistung von 5,82, der 23-Jährige. Springt die härtesten Stäbe im Fels aufgrund seines Körpergewichtes, wiegt über 90 Kilo. Und deswegen hat er dieselben Anlaufschritte in der Länge wie Renaud Lavillenie, wenn auch ein ganz anderer Typ. Auch er läuft mit 20 Schritten an. Vom Körperbau her ähnlich wie Lavillenie, der nächste Franzose Kevin Vinaldo. 5,81 seine Saisonbestleistung.
also die Höhe, die hat er drin. Jetzt muss er nur noch ein bisschen was an den Ständern verstellen. Da bin ich mir sicher, kommt auch er über diese 5,80 drüber. Hat ja viel mit Thierry Vigneron zusammengearbeitet. Dem französischen früheren Stabhochspringer, Olympia Bronze 84, WM Silber 87. Der hat ihm all das beigebracht, was er heute kann, der 23-Jährige. Und das ist nicht wenig. 5,80, die geforderte Höhe. Sam Kendricks mit großen Problemen bisher in diesem Wettkampf. Vor allen Dingen, was den dann noch betrifft. Rechts der Mann mit dem Hut. Sein Vater, Scott. Also Trainer, nicht Texas Ranger. Und hier haben wir Reno Lavillenie. Und nach Kendricks, für alle Deutschen zu Hause, die den deutschen Stabhochspringern hier die Daumen drücken. Tobias Scherbert wird der Nächste sein. Auf geht's, Sam Kendricks. Die Matte darf er nicht berühren, sonst wäre dieser Versuch ungültig. Und viel Zeit hat er nicht mehr. Eine Minute. Also das stimmt dann noch nicht. So, 30 Sekunden hat er gebaut für den ersten Versuch. Jetzt muss er ganz schnell zurück. Sich nochmal konzentrieren. Und es ist super, super schwierig, in der kurzen Zeit jetzt nochmal Spannung aufzubauen, den Anlauf durchzugehen. Und ich glaube, dass er diesen Versuch, wenn er ihn denn durchspringen sollte, auch ungültig macht. Also, der nächste Ungültige, bisher alle Höhen erst im zweiten Versuch für den US-Meister dieses Jahres im Freien und in der Halle. Und jetzt Tobias Scherbert mit seinem ersten Versuch über 5,80 Meter. Es wäre neue persönliche Bestleistung. Und was sagt er? Ich lese gerne aktuell von Dan Millman, Sokrates, der friedvolle Krieger. Und wenn man ihm ins Gesicht schaut, ist die Anspannung hier bei ihm, bei Jon Erberding, dem Bundestrainer, wohl größer als bei Tobias Scherbert. Die Coolness pur, aber friedlich muss er das sein. Der muss jetzt hier die nötige Aggressivität in diesen Sprung legen, den Druck auf den Stab aufbauen. 14 Schritte sein Anlauf, 9,7 Meter pro Sekunde, kurz vor dem Einstichkasten, 16 Schritte. Früher waren es 18, 16, nicht 14. Man kann damit hochspringen und er muss jetzt das umsetzen, was er in den ersten beiden Versuchen hier gezeigt hat, über die 5,50 und 5,65, jetzt 1,85 Meter. Zeit dann auf den letzten Schritten, da stimmte das nicht, das System. Zum Einstichkasten hin, da versucht er nochmal Höhe zu gewinnen, sich noch einmal abzudrücken, hier von dem Stab, aber die Höhe, die hat er zu früh. Und diese Armbewegung links zeigt, dass er auf den letzten Schritten noch mehr Druck entwickeln muss, um reinzukommen. Also ein Fehlversuch für Tobias Scherbert, aber noch ist nichts verloren. Wenn er darüber ist, wäre er zumindest schon mal einer von vieren. Zu wünschen wäre es ihm, dass er hier eine neue persönliche Bestleistung springt. Der Versuch über die 5,65, der war richtig klasse von Tobias Scherbert. Unten der Mann mit der Deutschlandkappe, oben gut zu sehen, der Heimtrainer von Raphael Holzdeppe, der nach ihm hier seinen zweiten Versuch in diesem Wettkampf zeigen wird. Zuvor der Argentinier Chiara Viglio, dann Sean Barber, der Kanadier, und dann Raphael, korrekterweise Marcel Holzdeppe. Alle kennen ihn nur unter Rafa.
Also Chiara Viglio geht übrigens links am Stab vorbei. Normalerweise machen das eben viele damit rechts. Hängt damit zusammen, ob man eben Linkshänder ist oder Rechtshänder. Ganz normal. Dementsprechend ändert sich dann auch die Seite der Aufrollrichtung. So, und jetzt bin ich mal gespannt, was er hier macht. Sean Barber, 5,93 in dieser Saison. Persönliche Bestleistung. 21 Jahre ist er alt. Und er bringt alles mit, um mal Richtung 6 Meter zu springen. Hat in dieser Saison schon 2 Versuche über die 6 Meter hinter sich. Und einmal in Leverkusen, als er das Meeting gewann, die 5,85, hat sein Vater, nachdem er überquert hat, die Latte heimlich auf 6 Meter auflegen lassen. Aber die Anzeigetafel stand auf 5,95, auf neue persönliche Bestleistung. Hat so einen kleinen psychologischen Moment, wie ich ja vorhin schon gesagt habe. 6 Meter ist eine andere Zahl, aber sie hat große, große Auswirkungen. Und hier ist er, der Papa von Sam Kendrick Scott. Der tief in die Psychokiste gegriffen hat. Hier kann er das nicht machen bei den Weltmeisterschaften in Peking. Hier muss er alleine durch. 5,80, erster Versuch. Auch er ist drüber. Alle Versuche im ersten absolviert und drüber gekommen. Auch über die 5,80 Meter. Und damit ist Barber mit dem Polen Wojciechowski und Renaud Lavillenie sowie dem Polen Nisek momentan. Die 4 teilen sich Platz 1. Und jetzt muss Raphael Holzdeppe nachlegen. Am besten, indem er direkt drüber springt und keinen Fehlversuch, der sich vielleicht irgendwann auswirken kann, sollte er dann nicht die 5,90 schaffen. Drücke ihm den Daumen, dem 25-Jährigen, der jetzt wieder in 2 Brücken lädt. Super schneller Anlauf. Und da hat er ihn, den ersten Fehlversuch. Hat den Stab gewechselt. Der Bundestrainer Jörn Elberding. Gehört ja mit zu den schnellsten im Anlauf neben Renaud Lavillenie. Augusto de Oliveira aus Brasilien. Sein zweiter Versuch für ihn. Ja, das ist seine Höhe. Da geht es jetzt für ihn um Kleinigkeiten. Wenn du eine Saisonbestleistung oder auch sogar eine persönliche Bestleistung von nur 5,82 hast. Da springst du jetzt in dem Extrembereich. Da kannst du nicht mehr pokern. Da muss alles passen, um darüber zu kommen. Und wir hoffen für die Deutschen, für Tobias Scherbert, als auch für Raphael Holzdeppe, dass sie gleich über die 5,80 kommen. Bei Tobias Scherbert wäre es neue persönliche Bestleistung. Und sollte Raphael Holzdeppe dann nicht drüber kommen, dann wäre es für ihn eine riesige Enttäuschung. Aber im Stabhochsprung kann alles passieren und das darf man nie vergessen. Es ist Sport, es sind alles Menschen und man kann so etwas nicht programmieren auf den Tag X hin. Man versucht die Trainingsleistung dahin zu optimieren, dass es eben passt, aber es sind viele, viele Kleinigkeiten. Schlecht gegessen, schlecht geschlafen, nervös, mentale Probleme, Kleinigkeiten, wenn der Winter zukommt, das ganze Umfeld nicht passt. Und wie Tobias Scherbert sagte, ich brauche ein ruhiges, ein freundschaftliches Umfeld in einem Wettkampf. Jeder hat da so seine Eigenarten. Und wir hier, die das Ganze an dem Mikrofon begleiten, müssen uns dann ab und zu auch mal sicherlich zurücknehmen und das Ganze dann objektiv einordnen. Richtig guter Versuch von Michael Ballner.
Aber am Ende zählt nur das Ergebnis und die Latte, die ist nicht oben liegen geblieben. Schauen wir mal auf diese hier. Ja, hat die Höhe, hat er, aber zu früh. Und zwar vor der Latte, nicht darüber. Also vier sind drüber, die beiden Deutschen noch nicht. Ivan Horvath, der kroatische Landesrekordhalter. Lässt er diese Höhe jetzt aus, weil hier der Franzose Kevin Minaldo steht, nein, da ist der. Steht nun davor und die Regie hat sich etwas vertan. So, jetzt haben wir ihn. Also wenn er darüber käme, dann wäre das für ihn neue persönliche Bestleistung. Er hätte ja seine eigene um 10 cm gesteigert. Ja. Das war schon für ihn ein richtig guter Versuch. Die Beine waren schon drüber, aber dann fällt er hier mit der Hüfte obendrauf. Also entweder muss er den Stab wechseln, wenn er sich das zutraut. Einen härteren Stab nehmen, dazu muss er aber auch schneller anlaufen, damit er den dann auch in die richtige Biegung bekommt. Und für ihn hier, für Lavillani und den Polen Wojciechowski, wird das Ganze noch ein bisschen dauern, bevor es dann immer richtig spannend wird. Die flachsen da schon ein bisschen rum. Jetzt Kevin Minaldo, vorhin der 580er, der war richtig gut. Nur da hat der Abstand der Ständer nicht gestimmt. Und wenn er jetzt die gleiche Performance nochmal auf die Bahn bringt, dann dürfte er, sofern er eine Korrektur vorgenommen hat, auch die 5,80 Meter überspringen. Vor drei Wochen noch mit großen, großen technischen Problemen. Aber das hat er rechtzeitig in den Griff bekommen. Der Versuch war hoch über der Latte, aber schauen wir mal, was da nicht gestimmt hat. Aufrollphase okay, da ist er drüber. Seitliche müsste man sehen, auch da sehen Sie es. Zu früh über der Latte. Also entweder muss er die Ständer nochmal verändern oder aber etwas schneller anlaufen. Aber leichter gesagt als getan. So, jetzt Sam Kendricks, auch er mit seinem zweiten Versuch. Und nach Kendricks sehen wir dann Tobias Scherbert. Stadion gut gefüllt. So 55.000, 60.000 hier im weiten Rund. Aber was hier leider nicht aufkommt. Und das ist etwas, was die Stabhochspringer lieben. Bei kleineren Meetings, diese Stimmung, das Anklatschen, das Unterstützen für die Athleten, das ist hier vollkommen, vollkommen fremd. Man sitzt, fächert sich zu und genießt schweigend. Also Kendricks mit dem zweiten Fehlversuch, das sieht auch Vater Scott. 5,82 seine persönliche Bestleistung, also er kommt ohnehin schon jetzt in den Grenzbereich. Und in dem ist, wenn man zumindest die Bestleistung zugrunde legt, Tobias Scherbert, der Deutsche, der jetzt, der 30-Jährige aus Leverkusen, jetzt seinen zweiten Versuch über die 5,80 Meter in Angriff nimmt. Er hat es drauf. Alle Zubringerwerte stimmen. Und er muss es jetzt nur im Kopf realisieren. Und die Stabhochspringer, und hier haben wir die Trainer. Jörn Elberding links, André Divoncic, der Trainer von Rafael Holzdeppe rechts. Die Stabhochspringer haben sich nicht in Südkorea in Jeju
wie alle anderen vorbereitet, in Leverkusen haben sie trainiert, sind dann rübergeflogen. Und was hat er an seiner Technik gearbeitet? Speziell an der Startphase, am Absprung, rumgefeilt. In dieser Saison war er nicht in Phoenix zur Vorbereitung, das wird er im nächsten Jahr vor Olympia in Angriff nehmen. So, auf geht's, Tobias Scherbert, 5,80 Meter, zweiter Versuch. Er ärgerte sich zu rechts. Das hat nicht gepasst. Also einen Versuch hat er noch. Hier sein Ziel zu realisieren, neue persönliche Bestleistung zu springen. 5,80 Meter zu wünschen, ist es ohnehin jedem Sportler, der hier antritt. Und das ist ja mal das Minimalziel. Auf die Platzierung letzten Endes kommt es gar nicht an. Wenn du sagst, ich habe mein Möglichstes getan und habe hier eine persönliche Bestleistung aufgestellt, denn andere waren besser, dann ist das halt eben so. Und der Argentinier, German Chiaravillo, der Mann mit italienischen Vorfahren, auch er nimmt jetzt die 5,80 Meter in Angriff, die vier schon übersprungen haben. Auf ihn wäre es neue persönliche Bestleistung, Achtung! Oder hat er die Höhe sehr, sehr früh gehabt und da muss er aufpassen. Denn je nachdem, wenn du da wieder runterfällst, dann geht es steil nach unten und dann leider nicht mehr auf die Matte. Aber diese Matten hat man ja Gott sei Dank im Laufe der letzten Jahre immer weiter auch nach vorne gezogen. Zur Sicherheit aller Athleten. Aber Sicherheit ist eben nur ein begrenztes Wort, wie man bei Kira Grünberg, der österreichischen Stabhochspringerin, gesehen hat. So, Raphael Holzdeppe, der zweite Versuch von ihm. Hat den gleichen Stab wie vorhin. Nochmal konzentrieren. Essenogin in seinem dritten Saisonwettkampf schon gleich mit 5,80 Meter eingestiegen. Schritte sein Anlauf. Er, der erste deutsche Stabhochsprung-Weltmeister überhaupt. Das Riesentalent. Es ist gereift, auch für Drucksituationen. Also der Sprung war richtig klasse von der Höhe her, aber am Ende ist er noch mal hinten runtergefallen. Da habe ich gesagt, oh, jetzt musst du aufpassen, dass diese Latte da oben auf der Auflage bleibt. Und da pustet er nochmal richtig durch. Hier hatte sie mit der Brust oben noch berührt. Ah, die Höhe locker 5,80 Meter. Aber da mit den Ständern da muss er auch noch ein bisschen experimentieren. Oder er wird sicherlich dann irgendwann den neuen Stab, den er sich speziell daneben für Höhen an die 6 Meter aufbewahrt hat, auspacken. 5,80 im zweiten Versuch. Und da zeigt es André Tiwonczyk an. Also, Ständer noch ein bisschen verändern oder eben einen Fuß vorgehen. Also er, der fünfte Springer, der darüber gekommen ist, Raphael Holzdeppe. Aber vier Mann, die haben es im ersten Versuch geschafft. Und deswegen ist Raphael Holzdeppe nur auf Rang 5. Weil er eben einen ungültigen hat über diese Höhe. Und der Oliveira raus aus dem Wettbewerb. Neunter Platz für den 25-jährigen Brasilianer.
Elfter war er bei der WM vor 2 Jahren. Jetzt ist er 9. Also um 2 Plätze hat er sich schon mal gesteigert. Und der nächste, Michael Balnar, der Tscheche. In Baku in dieser Saison 5,82 Meter gesprungen. Also besser als bei der Weltmeisterschaft in Moskau. Ist er schon jetzt. Starter in Salto Nullo hingelegt in der Qualifikation. Keine gültigen Sprung. Und hier stehen für ihn 5,65 Meter zu Buche. Alle Versuche ab 55 im ersten, 55, 65, aber jetzt die 5,80 Meter, das ist dann schon mal eine Hausmarke für ihn. 2 ungültige bisher, jetzt volle Konzentration, seine letzte Chance. Wesentlich kürzerer Anlauf als Lavigny. 16 Schritte. Und das war der beste von ihm. Also drüber war er und Sie haben es gesehen. Der Abstand zum Anstichkasten beim Runterkommen. Sehr, sehr kurz. Also nicht hinten weit auf der Matte gelandet, hat die Latte sehr weit, die Ständer sehr weit nach vorne stehen. Das nur rutscht dann hier nochmal direkt runter. Kommt die Latte hinten nochmal auf die Schulter. Und rutscht dann Gott sei Dank nur in den Einstichkasten. Fühlt sich da hinten rauf, weil von oben, von 5,80, wenn so eine Latte dann hinten schön in den Nacken fällt. Das ist ganz schön schmerzhaft. Ja, und der hier, ich weiß gar nicht, ob der irgendwie schon überhaupt geschwitzt hat. Einen Versuch hat er gemacht, 5,80 locker drüber. Und die hier gehen an das Maximum. Was macht der Kroate? Auch für Ivan Horvat diese Höhe zu hoch, aber dennoch 5,65 für ihn, es ist doch okay für den kroatischen 22-jährigen Landesrekordhalter, der hier 5,70 gesprungen ist in Peking, neue persönliche Bestleistung. Was willst du mehr? Ist doch das, was ich vorhin schon gesagt habe. Versuche das Maximum herauszuholen und was am Ende dabei herauskommt für eine Platzierung. Wenn es gut geht, wird es eine Medaille. Wenn nicht, dann nicht. Mehr als das, wofür du angetreten bist, eben eine neue persönliche Bestleistung zu erreichen. Bei dem Höhepunkt der Saison, besser geht's auch nicht. Und er will natürlich mehr. Er möchte jetzt noch eine Runde weiterkommen. Der 6. sein, der die 5,80 Meter überspringt. Kevin Minaldo, 23 Jahre alt. Aus Bordeaux kommt er, die französische Nummer 2 hinter Renaud Lavillenie. Dessen Bruder man ja hier auch hätte erwarten können, Valentin, auch er Stabhochspringer, aber verletzt. Kevin Minaldo, jetzt der letzte Versuch für ihn, für den Silbermedaillengewinner der Europameisterschaften hinter Lavillenie im letzten Jahr in Zürich. Und da ist er drüber. Es hat sich schon angedeutet in den ersten beiden Versuchen. Wenn er das hier mit den Ständern hinbekommt und dann die Technik auch einigermaßen über der Latte stimmt, dann ist die Höhe für ihn kein Problem. Also Kevin Minaldo, der 6., der die 5,80 Meter überquert. 2 Franzosen gegen vielleicht
zwei Deutsche. Raphael Holzdeppe hat in seinem zweiten Versuch den 5,80 Meter überquert. Und ein Deutscher muss es noch mit Tobias Scherbert. Also Minaldo mit 5,80 Meter weiter im Wettbewerb, einen Zentimeter unter seiner persönlichen Bestleistung aufgestellt in diesem Jahr in Paris. Jetzt kommt Sam Kendricks, auch der mit seinen 5,82 in dieser Saison nur 2 Zentimeter sind es, aber 2 Zentimeter können entscheidend sein, können hier immer noch schon verloren werden. Also auch Kendricks raus aus diesem Wettbewerb und aufgrund der gleichen Anzahl von Fehlversuchen wie Augusto de Oliveira, der Brasilianer, endet das Unternehmen Weltmeisterschaft hier in Peking für Sam Kendricks auf Rang 9. Also viele kommen da nicht mehr und der nächste ist Tobias Scherbert. Und was würden wir es ihm wünschen, wenn es endlich mal hinhaut? Vorhin schon erwähnt, 5,70 Meter, das ist so, haben wir lange darüber gesprochen im Vorfeld, schon der Qualifikation. 5,70, die springt er schon seit Jahren. Aber dann, wenn es mal in diese Richtung geht, kam immer was dazwischen. Verletzungen, Erkältungen, Krankheiten. Jetzt nochmal Konzentration, Mut zu sprechen. Jetzt muss er nicht mehr den friedvollen Krieger auspacken. Jetzt muss er aggressiv in den Anlauf gehen. 16 Schritte, volle Konzentration, volle Power. 5,80. Nein. Und da ärgert er sich. Da hat seine Anlauf doch nicht mehr gestimmt. Das hat er gemerkt nach dem Einstieg. Es bleibt bei seinen 5,65 Meter und Rang 7 für Tobias Scherbert. Siebter Platz bei der WM. Jo. Aber mit der Höhe, vor allen Dingen mit dem, was er drauf hatte, oder besser hat, wäre sicherlich mehr möglich gewesen. Aber ist natürlich auch so eine Sache. Saisonbestleistung 5,70 und dann musst du von 5,65 direkt um 15 cm auf 5,80 gehen. Also wenn es 5,75 gewesen wäre, ich glaube, die hätte er heute gepackt. Dann hätte er endlich das gehabt, was er wollte. Ist eben eine neue persönliche Bestleistung. Also der erste Deutsche raus, zwei Franzosen noch mit dabei. Momentan das Duell Frankreich gegen Deutschland 2:1. Für den Argentinier Chiara Villo ist diese WM nun beendet. Für den südamerikanischen Meister dieses Jahres. Stammt ja aus einer Stabhochsprungfamilie. Der Vater war Stabhochspringer, der Bruder ist mal über 5,20 gesprungen. Seine Schwester ist jünger, auch Stabhochspringerin. Und Chiara Villo beendet hier die WM ebenfalls auf Rang 9 mit übersprungenen 5,65 Meter. So, 6 Mann sind es noch, die hier um die Medaillen kämpfen. Neue Sprunghöhe 5,90 Meter. Der WM-Titel vor 2 Jahren ging mit 5,89 Meter an Raphael Holzdeppe. Jetzt 5,90 Meter und wer da drüber kommt, der, da lege ich mich fest, hat zumindest eine Medaille schon mal sicher. Welche wird sich zeigen? Das, was Renaud Lavillenie hier vorhin über die 5,80 Meter gezeigt hat,
war für mich ein Sprung, der weit an die 6,5 Meter, ja, und was kommt danach? Da muss man schauen, weil dann, wenn er der Einzige noch sein sollte im Wettbewerb, kann er dann entscheiden, was er springt. Also nach den bisher gezeigten Leistungen hat er seine Favoritenstellung klar untermauert. Renault, Lavillenie, Hallen-Europameister. Viermal in Serie von 2009 bis 2015. WM-Silber 2013, Olympiasieger 2012, Hallenweltmeister 2012. Dreimal in Serie Europameister. Und zwar noch WM-Bronze. Aber dieses verdammte WM-Gold, das hat er noch nie gewonnen. Er schon, Pavel Wojciechowski. 2011, das war sein Jahr. Indigo, 5,90 Meter damals überquert. Genau, die Höhe, die jetzt wieder auflegt. Damit ist er damals Weltmeister geworden. Lavillenie, nur Bronze mit seinen 5,85 Meter. Hatte jetzt lange Pause, weil er eben warten musste, bis die anderen diese 5,80 Meter, die er sehr früh schon überquert hat, bis die von den anderen Teilnehmern dann eben alle gerissen worden sind. Und diese sechs hier nehmen jetzt das Finale. Furioso auf 5,90 Meter, erster Versuch für den Polen. Ein Fehlversuch für ihn. Für Pavel Wojciechowski Silber bei den Europameisterschaften, zuletzt in Zürich, höhengleich mit dem Franzosen Minaldo. Korrektur, also Wojciechowski schon mit dem ersten Fehlversuch und jetzt kommt Renault Lavillenie, 5,90 Meter. Sechsmal in dieser Saison schon über 6 Meter. 16 Mal insgesamt in seiner Karriere. Viermal über 6 Meter im Freien. 6 Meter und 5. Weltjahresbestleistung in Eugene in diesem Jahr. Anlauf. 1,76 nur groß. 69 Kilogramm nur leicht. Sehr schnell. Springt unglaublich harte Stäbe. Musst du auch, wenn du solche Höhen erreichen willst. In der Halle 6,16 Meter schon gesprungen. Er ist der klare Favorit. Und im Gegensatz zu anderen Springern will er das nicht. Keine Anforderung durch die Zuschauer. Volle Konzentration. Ruhe. Für 5,90 Meter braucht er doch gar nicht. Vorne der Pole Wojciechowski, der hat es noch nicht geschafft, die 5,90 Meter. Und er da hinten. Lavillenie nochmal die Oberschenkel lockernd. Also wenn er hier jetzt gleich im ersten Versuch drüber kommt, hat er schon mal die Medaille sicher. Und er kann die anderen direkt unter Druck setzen. So, und jetzt animiert er die Franzosen. Nicht hier die französische nationale Fangemeinde, sondern auch den Rest hier in dem weiten Rund, ihn anzufeuern für 5,90 Meter. Erster Versuch. Brutal schnell. Dieser Anlauf und jetzt Einstieg, aufrollen und hoch drüber. Meine Güte. Wie hoch ist er? Über 5,90 Meter. Aber zeigt es an, zum Einstieg hin hat er an Geschwindigkeit verloren. Die Höhe hat er, aber dann passt es eben nicht mehr. Sehen Sie,
Da hat er die Höhe gehabt und nicht über der Latte. Ja, einen Fehlversuch hat er schon mal. Renaud Lavillenie. Pass mal auf, du hast überhaupt keine Ahnung da unten. Du mit deinen 105 Kilo, da sind wir schon bei 2 Meter die Stäbe gebrochen. Na, da ist die Anspannung schon ein bisschen größer. Jetzt bei 5,90 Meter. Bei Piotr Dysek. Auch für ihn erster Versuch. Bestleistung 5,82 aufgestellt in diesem Jahr in Baku. Nein. Also das sah schon wesentlich schlechter aus als bei Renaud Lavillenie, auch wenn er dieselbe Länge des Anlaufs hat. Springt ja auch mit die härtesten Stäbe im Feld. Muss er auch aufgrund seines Körpergewichtes von über 90 Kilo. Kräftiger, athletischer Typ, ganz anders als eben dieser kleine, wieselflinke Franzose. Dieser Stabhochsprung-verrückte Lavillenie. Müssen wir mal ein bisschen schauen. Bei YouTube geben Sie einfach mal Lavillenie ein. Sehen Sie schon wirklich die interessantesten und witzigsten Sachen, wirklich, dass die auch Stabhochsprung im Garten machen, in einen Pool rein und so weiter und so fort. Also, es gibt alles, oder besser, nichts ist unmöglich, Lavillenie. Und sein Teamkollege Kevin Medaldo. 5,80 vorhin, 5,81 seine persönliche Bestleistung. Ah, das ist dann jetzt eben, das sind eben 5,90 Meter. Und wenn du das noch nie gesprungen bist und ich jetzt hier um 10 cm steigern muss, letzten Endes musst du gar nicht so viel verändern. Der Anlauf muss gleich bleiben, vielleicht noch ein bisschen aktive Arbeiten zum Einschichtkasten hin. Je nachdem, der eine oder andere wird sicherlich jetzt schon den Stab gewechselt haben. Einen härteren Stab, um halt eben mehr Biegung dann nach dem Einstich zu bekommen. Diesen Flex nach oben aufzunehmen. Ganz schwierige Situation, die man auch mental schon mehrfach durchspielen muss. Er hier, Raphael Holzdeppe, ist schon 5,90 Meter gesprungen. 5,94 bei den deutschen Meisterschaften. Aber wenn man sich so diesen Vergleich anschaut, Holzdeppe, Lavillenie, 5,80, 5,56, 5,85, einen Salto Nullo, 5,76, 5,72, sind das natürlich im Schnitt gegenüber Lavillenie ganz andere Höhen, als eben der Franzose in der Lage ist zu springen. Jetzt Sean Barber, was macht der Kanadier? 5,93 in dieser Saison. Sean, oh, der ist der Erste, der drüber ist. Und damit setzt er sich an die Spitze, denn Lavillenie hat es nicht geschafft. Und was ist der Junge cool? Keine Regung. Und das mit 21 Jahren, 5,65 in der letzten Saison. Und in diesem Jahr kanadischen Rekord in der Halle, 5,91 Meter und jetzt im Freien in London 5,93. Und das mit 21. Und der Papa George da oben auf der Tribüne, selbst kanadischer Meister im Stabhochsprung gewesen, 1983, selbst WM-Teilnehmer. Ich glaube, der dreht jetzt durch. Und jetzt Raphael Holzdeppe, erster Versuch, 5,90 Meter. Und jetzt packt er ihn aus, den neuen Stab. Und jetzt muss er diesen Anlauf nur noch umsetzen, die Geschwindigkeit hinten aus, aufrollen, rüberkommen. Aber in der Aufrollphase schon mit Problemen. Und jetzt wird das schnell wieder diskutiert
und dann korrigiert's. Also einer schon drüber, aber nicht Renaud Lavillenie. Aber wenn der sein System da zusammenhält, dann wird er da locker drüber kommen. Und der Jüngste hier mit dem Felde hat es hier schon mal vorgelegt. Sean Barber mit seinen 21 als erster drüber. Kein Fehlversuch bisher für ihn. Jetzt Pavel Wojcicki. 5,91 aus dem Jahr 2011 in Stettin aufgestellt. Das ist seine persönliche Bestleistung. Kommt er da heran jetzt mit den 5,90 Meter? Nein. Aber einen Versuch hat er noch. Der Weltmeister von Degu 2011. Rafael Holzdeppe, der Deutsche, der Nachfolger. Daniel Moskau mit 5,89 Meter. Die haben da gereicht. Heute musst du höher als 5,90 Meter springen. Und heißt für Holzdeppe, wenn er hier Gold will, aufgrund der Fehlversuche, der hat eben zwei schon, wenn er denn zumindest jetzt im zweiten über 95 kommen will, muss er dann schon 6 Meter springen, hieße für ihn neue persönliche Bestleistung, wenn denn eben Sean Barber diese 6 Meter nicht schaffen sollte. Aber auch diese 6 Meter sind die magische Grenze. Dieser psychologische Moment, den habe ich schon mehrfach angesprochen, der dann mal irgendwann eintreten wird. Und das auch bei dem jungen Kanadier, der das schon zweimal in dieser Saison versucht hat. Für ihn sind 6 Meter Gewohnheit. Das ist wie abends schlafen gehen, morgens aufstehen. 16 Mal ist Renaud Lavillenie schon über 6 Meter gesprungen. Und hier liegt nur 5,90 Meter auf. Sein zweiter Versuch. Jetzt aber muss es passen. Abstand der Stände nach oben. Es gibt Probleme bei Renaud Lavillenie. Wann sieht man das mal? Der Franzose, die Höhe, der hat er, aber der Abstand, der Ständer stimmt da nicht. Schauen Sie mal, wie hoch der über der Latte ist, aber weit davor. Er muss hinten raus auf den letzten Schritten zum Einstiegkasten hin mehr Druck entwickeln. Und jetzt steht er auch unter Druck. Renaud Lavillenie nur auf Rang 2 und er hat nur noch einen Versuch über diese 5,90 Meter. Und wenn er hier wieder keine Goldmedaille gewinnt, dann dreht er, glaube ich, durch. Dann nimmt er sich die Flex oder die kleine Säge und macht den Stab klein. Der ist so ehrgeizig, der Franzose. Der will immer gewinnen. Second place is the first loser. Also der zweite Platz ist der erste Verlierer. Auf dem Franzosen trifft das zu. Wenn das für einen gilt, dann eben für den Franzosen. Jetzt der Pole. Jetzt Piotr Lisek. Ja. 5,82 schon noch gesprungen. Also 8 cm höher. Wo er sich jetzt gerade versucht hat, drüber zu mogeln da oben. Wird schwer für ihn, der bei der Hallen-Europameisterschaft die Bronzemedaille gewonnen hat. Lisek heißt ja übersetzt der Fuchs. Packt er das noch? Ist er so schlau und weiß, wie er dann über 5,90 Meter kommen kann? Vorhin kurz im Bild, Sean Barber, es wäre der größte Erfolg seiner Karriere. Mit 21 Jahren, vor 2 Jahren in der Qualifikation raus, da war er 19. Und in diesem Jahr hat er eine sensationelle Entwicklung genommen. Und jetzt führt er die Konkurrenz an. Und er hat sie alle unter Druck gesetzt. Jetzt Kevin Minaldo. Auch für ihn dieser 5,90 Meter eine Hürde. 9 cm höher als seine persönliche Bestleistung. Und wenn der jetzt ja auch noch drüber springt,
dann dreht der Lavillenie komplett durch. Oh. Also das war aber mal richtig knapp. Schade, dass man jetzt nicht so eine Bildteilung hat. Ich hätte jetzt gerne das Gesicht von Renaud Lavillenie gesehen. Weiß nicht, ob der zugeschaut hat, was sein Teamkollege da macht. Und wie knapp das vor allem war. Schauen Sie mal hier, da mit dem rechten Oberschenkel touchiert er noch die Latte und dann fällt sie am Ende noch runter. Aber einen Versuch hat er noch. Und vorhin hat das ja auch gepackt über die 5,80 Meter im dritten Versuch. Kevin Minalde rüber. Und jetzt Raphael Holzdeppe. Sein zweiter Versuch und drücken wir dem 25-Jährigen, dem Schützling, nicht von ihm hier, von Jörn Elberding, leicht verdeckt, sondern von André Turunschik, drücken wir ihm die Daumen. Seit Ende 2014 trainiert er wieder in Zweibrücken. Hat sich auf seine alten Stärken konzentriert, sehr schnelle Mann auf gute Aufrolltechnik. Hier haben wir den Bundestrainer Jörn Elberding komplett angespannt. Und bei ihm, was wird jetzt in dem vorgehen? 5,90 Meter, zweiter Versuch. Das passt nichts bei ihm. Und jetzt steht er genau wie Lavillenie unter Druck. Und alles war auf dieses Duell. Weltmeister gegen den Weltjahresbesten, gegen den Olympiasieger, gegen diese Stabhochsprungmaschine Lavillenie konzentriert. Und einer hat die Situation einfach genutzt, der Weltjahresdritte Sean Barber, heimlich still und leise, ohne Regung, hat er die Situation jetzt voll unter Kontrolle. 5,90 Meter im ersten Versuch. Und für ihn ist es die letzte Chance, wenn er denn eine Medaille will. Momentan noch auf Rang 2, aufgrund der Vorversuche bis 5,80 Meter alles im ersten geschafft. Pavel Wojcicki, Weltmeister vor 4 Jahren mit 5,90 Meter. Diverse Verletzungen schon in seiner Karriere gehabt. Jochbein gebrochen. Komplizierte Handverletzung, alles überwunden. Jetzt will er eine Medaille. Jetzt will er über 5,90 Meter. Aber auch für ihn diese Höhe heute zu viel ist gut. Wieder einer weniger. Und jetzt sind es nur noch 4. Wenn der Nächste reißen sollte, und das ist Renaud Lavillenie, dann wäre das nicht nur eine Sensation, dann hätte auch Sean Barber, hier haben wir ihn, den Führenden momentan, seine Medaille sicher. Und noch einmal, Sean Barber hat alle Höhen im ersten Versuch übersprungen. 5,90 Meter, und das hieß ja dann für die anderen, dass sie dann schon bei der nächsten Höhe, das wären dann 6 Meter, direkt rüberkommen müssten, und Sean Barber müsste dann im ersten Versuch reißen, wenn sie ihm noch die Goldmedaille entreißen wollen. Aber auch Lavillenie steht unter Druck. Genau dasselbe Problem. Wenn Lavillenie drüber kommt, dann muss er 6 Meter springen und das möglichst im ersten Versuch, und Sean Barber alle Versuche reißen. Sprenge Lavillenie jetzt drüber und dann auch über die 6 Meter mit einem Versuch weniger als eben Barber, dann hätte er Gold. Ansonsten könnte Barber natürlich, wenn er dann auch die 6 Meter überquert, nochmal nachlegen. Auf geht's, Renaud Lavillenie, seine letzte Chance. Es wäre eine Sensation. Er schafft es nicht. Raus, raus, keine Weltmeisterschafts-Goldmedaille für Renaud Lavillenie. Wieder nichts für Air France. Wieder keine
Goldmedaille und die will er. Hat alles gewonnen. Ich habe es im Laufe dieses Wettkampfes schon erwähnt. Alles, aber wirklich alles, bis auf diesen Titel. Und diese Sehnsucht bleibt weiter unerfüllt beim 28-Jährigen. Und er ist komplett fertig. Auch wenn er das so zumindest nicht nach außen zeigt, aber in seinem Kopf, vor allen Dingen, wenn man so ehrgeizig ist und vor allen Dingen, wenn du schon so viel gewonnen hast in deiner Karriere und das mit 28 Jahren. Du reißt dir an mit einer Vorleistung von 6,05 Meter, bist in einer super Form und dann schaffst du diese 5,90 Meter nicht. Bringst es nicht zusammen auf den Punkt. Es ist ein Desaster. Eine Medaille, die hat er. Zweiter momentan, Renaud Lavillenie. Silber ist schon für ihn da. Und jetzt Piotr Lisek. Auch er hat noch die Möglichkeit, über die 5,90 zu kommen. Dann wäre es nur noch Bronze für Lavillenie. Und das hat er schon zweimal gewonnen. Jetzt Piotr Lisek, sein letzter Versuch. Nein, bleibt dabei. Auch Lisek kommt nicht über 5,90 Meter. Zweiter Platz auch für ihn. Momentan sind drei. Sind es drei Mann, die auf dem Silberrang liegen? Und Raphael Holzdeppe bisher nur auf Rang 5. Auch der wollte sicherlich mehr. Auch seine Erwartungen waren hier für diese Weltmeisterschaften höher, wenn er mit 5,94 angereist bist und weißt, was du drauf hast. Aber er hier, den müssen wir noch beachten, Kevin Minaldo, und das weiß auch Sean Barber. Der zweite Versuch des 23-jährigen Franzosen aus Bordeaux war vorhin richtig klasse. Kommt er jetzt drüber, über die 5,90 Meter? Auch der war super knapp. Wie man schon an der Reaktion der Zuschauer hören konnte. Kevin Minaldo reißt die 5,90 Meter zum dritten Mal. Und aufgrund eines Fehlversuches mehr über die 5,80 ist er nicht auf einem Medaillenplatz, sondern eben nur auf Rang 6. Durchatmen zu Hause. Daumen drücken für Raphael Holzdeppe. Sein letzter Versuch und die zwei Versuche vorher ist er gar nicht durchgesprungen. Hat schon in der Aufrollphase aufgehört, weil er gemerkt hat, das passt nicht zusammen. Gehört er auch heute zu den Geschlagenen, genau wie Renaud Lavillenie. Auch der ist an WM-Gold gescheitert. Aber Holzdeppe wollte gar nicht Gold. Klar, wenn du so kurz davor stehst, dann willst du es natürlich. Aber sagte, Hauptsache eine Medaille, das ist mein Ziel. Ich muss meine Titel nicht verteidigen, aber ich will eine Medaille. 5,94 in Nürnberg. Jetzt die letzte Chance für den 25-Jährigen aus Zweibrücken. Weltmeister 2013, EM-Bronze hat er gewonnen. Junioren-Weltrekordhalter. Und jetzt, er ist drüber! Er ist weiter mit im Spiel. Und da liegen sich in den Armen hier André Timonschik und der Bundestrainer. Super! Er hat eine Medaille und die anderen sind auf Bronze zurückgefallen. Silber hat er schon, Raphael Holzdeppe. Ja, viel Platz war da nicht mehr, aber das ist doch egal, Hauptsache drüber. Ja, Ball die Faust. Das hat gepasst, die ersten beiden Versuche. Schon im Anlauf hat er gemerkt, das klappt nicht. In der Aufrollphase das abgebrochen hier. Das Stab hochspringen und jetzt im dritten Versuch alle Nerven beisammen gehalten. Aber was für eine Coolness. Wie cool ist der denn, dass du hier in so einer Drucksituation so einen Sprung raushaust. Und jetzt geht es
zu den magischen 6 Metern. Und das wären auch für ihn neue persönliche Bestleistungen, genau wie für Sean Barber. Und jetzt kann er ihn auspacken, seinen Zauberstab, mit dem er noch nicht gesprungen ist, den er sich extra hier für diese 6 Meter aufbewahrt hat. 6 Meter, das sind diese magische Grenze, wie bei den Speerwerfern der Qualifikationswettbewerb, findet parallel statt, die 90 Meter. Sean Barber, keine Reaktion. Ablesbar. Mimik, Gestik, komplett regungslos. 5,90 Meter, bis dahin alle Versuche im ersten absolviert. Und Sie sehen es sehr schön unten ein. Geblendet aufgrund der höheren Fehlversuche der Anzahl. Raphael Holzdeppe derzeit auf 2. Wenn Barber jetzt reißt im ersten und Holzdeppe springt direkt rüber, dann ist Holzdeppe vorne. Dann kann Barber auch im zweiten drüber springen. Keine Chance, dann wäre Holzdeppe wohl der Weltmeister. 6,05 Meter traue ich hier und heute in diesem Stadion keinen von beiden zu. Aber ist Barber im Vorteil gegenüber ihm. Barber in dieser Saison, zweimal hat er sich schon an diesen 6 Metern versucht. Einmal wusste er nicht davon, in Leverkusen beim Meeting, da war er 5,85 übersprungen. Und dann hat sein Vater George, einfach die Latte auf 6 Meter legen lassen, ohne ihn davon zu sagen. Und auf der Anzeigetafel stand er 5,95. Und das sind diese kleinen Psychotricks. Und Sean Barber testet hier die beiden Stäbe. Kurz auf die Schulter gelegt, durchgedrückt, um zu schauen, wer federt besser, wer hat eine bessere Biegung. Aber das musst du alles zusammenbringen. Da muss jetzt der andere stimmen. Er hatte 18 Schritte. Nicht wie Lavellini, 20 Schritte. Er, der die höchste Anlaufgeschwindigkeit hat, aber es heute nicht gepackt hat. Für Lavellini ist es nur der dritte Platz. Den muss er sich sogar noch mit anderen teilen. Wieder mal nur Bronze für den Franzosen nach 2009 und 2011. Eine Medaille ist es, aber es ist nicht die Farbe, die er wollte. Er wollte Gold. Für alles andere war er hier nicht angereist. Jetzt muss er wieder warten bis London 2017. Dann den nächsten Versuch. Start dann bis der 30er. Und Sean Barber steht da hier vor dem größten Erfolg in seiner Karriere. Hat er noch nicht so viel gewonnen mit seinen 21 Jahren. Unglaublich, diese Sprünge. Bei den Juniorenweltmeisterschaften 2012, da hatte man Bronze gewonnen. Im letzten Jahr ein Wettkampf 5,65. In diesem Jahr hat er sich fast um 30 cm gesteigert. Und jetzt 6 Meter. Was für ein Haus. 6 Meter, unglaublich schnell. Sean Barber, erster Versuch, 6 Meter. Ah, jetzt geht es los. Jetzt kommen die Gedanken. Und du weißt, es ist nur eine Zahl da vorne vor dem Komma. Nur eine kleine Zahl. Und da schaut er schon mal hoch, wie weit die Stange von ihm da noch entfernt ist. Und du weißt, dennoch, es sind vielleicht nur gegenüber deiner Bestleistung 7 cm. Aber es steht diese 6 vor dem Komma. Auch er ist noch nie in seiner Karriere 6 Meter gesprungen, Raphael Holzdeppe. 7 Stäbe hatte dabei, hat den Marschplan, mit welchem Stab er welche Höhe springt. Und das ist ein neuer für die Höhe, für 6 Meter. Sagte, ich muss nur das machen, was ich mir im Training aufgebaut habe. Muss nichts Spezielles hier verändern. Einfach nur locker sein. Jetzt sein erster Versuch, 6 Meter. Die Familie zu Hause in Zweibrücken. Schaut zu, drückt die Daumen. Genau wie seine Freundin Susanne Mugenare, der Weitspringer, die auch hier antreten wird.
Ja, ja. Gedankenspiele. Wer ist nervöser, der Athlet oder die Trainer? Große Frage. Zwei Minuten hat man jetzt Zeit, sich auf diesen Sprung vorzubereiten. Den hat er abgebrochen. Wie zuvor schon die ersten beiden Versuche bei 5,90 Meter. Hat natürlich Kraft gekostet gegenüber dem Kanadier Sean Barber, der bisher erst einen Fehlversuch in der gesamten Konkurrenz hingelegt hat. Und das vorhin über die 6 Meter. Holzdeppe hat schon jetzt deren 4. Und jeder einzelne Anlauf, jeder einzelne Sprungversuch, jedes Aufrollen kostet Kraft, kostet Körner. Nicht nur physisch, sondern auch mental. Barber 21, Holzdeppe 25. Holzdeppe kennt diese Situation von vor 2 Jahren in Moskau. Da hat er auch La Villenie geschockt. 5,89 haben damals zu Gold gereicht. Jetzt 5,90 für ihn, vielleicht zu Gold. Oder musst du doch 6 Meter springen, Vater George. Auch dieser Sprung, klar, historisch wäre er für ihn. 6 Meter hältst du fest fürs Familienalbum. Hoffentlich hat er genug Akku da in seinem Handy. Und das wäre jetzt der Super-GAU. Zweiter Versuch, Sean Barber, 6 Meter. Ja, er tastet sich ran, aber man merkt ihm diesen Respekt an. Da hat alles gepasst. Aber das hier sind noch mal 10 cm höher. Und du weißt, es ist nicht nur die Höhe, es ist ein neuer Stab. Und es muss alles passen und du musst den Mumm haben, die Kraft haben, die Angst überwinden. Voll, aber wirklich volle Möhre und alles, was du hast, in diesen Stab zu bringen. Jetzt der zweite Versuch, Raphael Holzdeppe. Pusht sich nochmal nach vorne hier, auch das Publikum will die Stimmung mitnehmen. Passt alles hier, sein zweiter Versuch, auf geht's, Raphael Holzdeppe. Ähnlich wie Sean Barber, super schnell im Anlauf. Dann rollt er sich auf nach oben, sieht die Latte schon und denkt sich dann im Aufrollen. Nee, das passt noch nicht so recht zusammen. Muss ganz schön pumpen da. Ja, aber er lacht so ein bisschen. Er weiß, eine Chance hast du noch. Eine einzige. Eine Medaille, die hast du. Silber, okay. Das ist das, was er wollte. Ohnehin eine Medaille mitnehmen. Aber was wäre das hier, wenn er jetzt noch über 6 Meter springt und seinen Titel verteidigen könnte? Dann dreht er komplett durch. La Villenie, der dreht sowieso durch. Er muss ja noch hier bleiben, wie alle anderen auch. Der darf hier noch nicht raus. So lange, bis der Wettbewerb beendet ist. Aber am liebsten würde der. Und dann bin ich mir sicher, dass er dann in den Katakomben seinem Frust vollen Lauf lassen wird. Dieser kleine Franzose, der so von Ehrgeiz zerfressen ist, schon als Schüler und Jugendlicher immer der Beste sein wollte. Aber der Vater hat auch gearbeitet. Hart gearbeitet. Und man muss schon ein bisschen bekloppt sein. Nicht nur, dass man diese Sportart hier macht, sowieso, sondern um dieses brutal harte Training, was die Stabhochspringer absolvieren. Das ist für mich die Königsdisziplin in der Leichtathletik, auch wenn immer vom Zehnkampf gesprochen wird. Weil als Stabhochspringer musst du schnell sein, du musst kräftig sein, Kraft, Ausdauer haben. Schnellkräftig, alles musst du mitbringen, turnerisch. Raumvermögen, Erkennungsvermögen haben, das koordinativ begabt sein. Der letzte Versuch von Sean Barber. Nichts ist 6 Meter für ihn zu hoch. Aber er ist auf Rang 1. Und jetzt hat er auch gedanklich den Wettkampf abgeschlossen.
Er hat seine Medaille sicher. Das ohnehin schon. Aber die Farbe, darüber wird noch entschieden. Und erfreulicherweise gibt es einen Deutschen, der die Chance hat, hier seinen Titel noch zu verteidigen. Rafael Holzdeppe. Gold oder Silber, das wird sich jetzt klären. Schafft Rafael Holzdeppe es noch einmal so zurückzukommen, wie vorhin über die 5,90 Meter. Und das ist eine faire Geste von Sean Barber, der seinem Konkurrenten in diesem Wettkampf das Glück mit auf den Weg gibt. Versucht hier die Leute zu animieren. Ganz faire Geste für ihn. Auf geht's, Rafael Holzdeppe, 6 Meter. Der letzte Versuch für ihn, die letzte Chance, Gold zu gewinnen. Den Sprung hat er zu Ende gebracht, aber es hat am Ende nicht gereicht. Aber dennoch Glückwunsch an Rafael Holzdeppe. Klasse Wettkampf für ihn, so nochmal zurückzukommen. Das zeugt von einem großen Champion. Und das ist er wahrlich. Wenn du schon zwei Fehlversuche über 5,90 Meter hast und dann nochmal im dritten so einen rauszuhauen und dann reden Olavelni unter anderem von dem Silberrang zu verdrängen. Der wollte ja hier Gold haben unbedingt. Und das hier ist der Überraschungsweltmeister von Peking, Sean Barber, 21 Jahre alt, aus Toronto. 5,90 Meter reichen für ihn, um Gold zu gewinnen. Und jetzt lebt die Tradition im Hause der Barbers. Fort, der Papa, war schon bei der WM83 dabei, aber nur Teilnehmer. Und der Sohn ist 22 Jahre später ganz oben angekommen, aber auch er hier hat das ja schon hinter sich, vor 2 Jahren in Moskau. Nicht er hier, er ist der neue Weltmeister, Sean Barber, aber Rafael Holzdeppe. Der Deutsche vor 2 Jahren war schon mal Weltmeister, jetzt ist er es nicht mehr. Aber er hat ihn zumindest schon mal gewonnen. Er hat hier sich aber diese Silbermedaille im wahrsten Sinne des Wortes erkämpft. Und das ist eine richtig klasse Leistung. Also, gehen wir mal kurz durch. Der neue Weltmeister im Stabhochsprung. Sean Barber, ich gucke gar nicht drüber. 21 Jahre. 5,65 in der letzten Saison und jetzt 5,90 und neuer Weltmeister. Aber dann aus deutscher Sicht die dritte Medaille bei dieser Weltmeisterschaft. Silber nach David Stoll und Gold Christina Schwanitz, Raphael, Marcel Holzdeppe. Glückwunsch auch an die Familie nach Zweibrücken. Also ihr Sohnemann oder je nachdem, wer da zuschauen wird, hat das richtig klasse gemacht hier bei diesem Wettkampf. Der hat Silber gewonnen, ebenfalls mit übersprungenen 5,90 Meter. 6 Meter waren dann heute am Ende zu hoch. Und der Top-Favorit, der Weltjahresbeste mit seinen 6,05 Meter angereist, Renaud Lavillenie, ist nur Dritter. Ist an 5,90 Meter dreimal gescheitert und der muss sich jetzt diese Bronzemedaille auch noch teilen mit dem Polen Paweł Wojciechowski. Also das ist ein Ding. Und Piotr Lisek, den dürfen wir auch nicht unterschlagen, noch ein Pole, auch der gewinnt Bronze. Also 3 Stabhochspringer auf dem Bronzerang. Rafael Holzdeppe auf Silber und er hier ist der König von Peking, ein Kanadier. Sean Barber. Und mit diesen Bildern hier, mit einem sicherlich überglücklichen Rafael Holzdeppe, entlassen wir Sie hier vom Stabhochsprung-Finale der Männer. Rafael Holzdeppe nimmt sich nochmal die Glückwünsche von allen Konkurrenten entgegen. Also es war enorm spannend, fing langsam an, hat sich dann stetig gesteigert und am Ende sind wir froh, dass wir einen Deutschen hier in diesem furiosen Finale dann doch noch hatten, der dann hier auch noch eine Medaille mitgenommen hat. Und zwar derjenige, der jetzt hier im Hintergrund am Weltmeister vorbeigeht. Kurz mit ihm redet Rafael Holzdeppe. Danke fürs Zuschauen und bis die Tage. Es geht weiter hier mit vielen spannenden Wettkämpfen, auch bei den Kollegen im Hauptprogramm.